Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plan B. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wow, auf eine Verbindung. Auf welche? Auf die da. Zum Glück gibt es da einen Bypass. Das tut nicht weh. Gucken wir mal gerade, wie schaut es hier hinten aus. Das ist alles gebaut worden, ne? Ja, das ist auch gebaut worden. Das heißt, das bringt auch noch mal ein bisschen was. Energie wird gerade auch ein bisschen knapper, habe ich so das Gefühl. Nachts wird die ein bisschen beansprucht. Also wir sollten auch da langsam... Was macht hungrig erreicht? Mal schnell schauen. Du generierst jetzt sehr viel Energie. Geil. Finde ich gut. Gefällt mir. Das befürworte ich. Kann man da abbrechen? Ja, jetzt. Okay. Das befürworte ich. Das finde ich gut. So, hier sind Arbeitskräfte ohne Ende drin. Das infolgedessen produzieren wir halt jetzt natürlich wenig. Weil jetzt wäre natürlich dann auch alles dann so langsam erst. Das läuft jetzt erst an. Aber die Erze, die da kommen, das ist schon ordentlich. Das ist schon nicht wenig. Es liegt halt auch unglaublich viel Gemüse und so Zeug. Liegt alles hier einfach rum. Alter, was ist da los? Ach, das unten drunter ist alles kaputt gegangen. Schau mal hin, das geht alles down. Weil es nicht weggebracht werden kann. Oh, nee. Wie schaut es mit unseren Bots aus? Ihr schraubt gerade fleißig noch an Bots. Das geht alles ratzfatz mit den Jungs hier, ne? Die schrauben weiter an Bots. Wie viele haben wir davon? 8 mittlerweile. Das ist nicht wenig. Es dauert halt auch ewig, so einen Bot zusammenzuschrauben, ne? Das ist auch ein Problem. Das dauert einfach seine Zeit. Und das kann man auch nicht schneller machen. Das ist halt einfach so. Die müssen halt, müssen sich die Zeit jetzt wirklich nehmen, ne? Gucken wir mal. Unsere Lager sind auch schon wieder berstend voll. Also lagermäßig müssen wir unbedingt was tun. Also da sehe ich jetzt, da sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass wir jetzt nochmal wirklich ein ganz großes Lager bauen. Was ist denn, oder haben wir den Massespeicher separat? Krankenstation? Nö. Ich glaube nicht. Nö, das ist einfach nur, das ist der kleine, mittel, groß. Nö, das ist der, ach, wir haben den Farm, haben wir den Farm drum? Ich weiß es nicht mehr. Ach, wir haben keinen Massespeicher, das ist ja das Lager. Ich bin schon wieder voll neben der Spur, Freunde. So, pass auf, den bauen wir nämlich hier hin. Damit wir hier vielleicht noch einen Farmdome reinbekommen. Muss ich mal schnell schauen. Der braucht halt auch richtig viel Platz, aber der ist halt auch richtig geil, ne? Den könnte man so ganz geil anschließen. Müssen wir mal gucken. Dauert jetzt eine Zeit. Und wir sollten hier hinten auch nochmal uns überlegen, ob wir dann nochmal gucken, ob wir von dem Farmdome hier nochmal einen kleinen Krankenstationsbereich rausbauen. Weil ich glaube, allein durch die Minen werden wir auf Dauer zwangsläufig irgendwann Probleme damit bekommen. Aber wir müssen das Essen weglagern, bevor es kaputt geht. Ohne Scheiß, das ist echt schade um das ganze Zeug. Das, nur weil wir halt keine Lagerkapazitäten haben, dass es dann echt drauf geht einfach. Das ist, dafür ist es zu teuer hergestellt. Muss man ganz ehrlich so sagen. So, jetzt muss nur noch ein Baubot anrollen und dann kann die Sache losgehen hier. Ah, da kommt ein Ingenieur, oder? Ja, der latscht hier hinter. Und erst wenn wir das Nahrungsproblem gelöst haben, indem wir das wirklich weglagern können, glaube ich, dass wir da auch eine feine Sache draus machen können. Weil es ist halt einfach so eine Sache, ne? Also wir können das zwar alles produzieren, kein Problem. Aber wir müssen es halt auch lagern können. Und das können wir momentan einfach nicht. Da ist momentan noch der Wurm drinnen. So, nächstes Problem. Oder was ist Problem? Wir stellen eine Waffenschmiede hier mal auf. Für später mal. Ne? Einfach eine Waffenwerkstatt. Da braucht es nicht viel. Hauptsache, wir können unsere ganzen Jungs ausrüsten. So, hier schwankt gerade ein bisschen der Sauerstoff, bis sie den riesen Raum auffüllt. Aber die Jungs können weglagern. Das ist jetzt ein Vorteil. Und ihr seht schon, die machen das auch. Ja, jetzt geht das ganze Zeug, was hoffentlich bald, nicht, dass da irgendwas kaputt geht, können wir jetzt alles schön einlagern. Das heißt, wir sollten jetzt auch einen ganz heftigen Anstieg hier sehen.
Und dann müssen wir langsam in Verteidigung investieren. Also wir brauchen erstmal noch einen riesen Energieapparat plus, dann, weil so ein Verteidigungslaserturm und so weiter, das kostet alles. Das Spaß kostet, das war schon immer so. In dem Fall Lasertürme kosten. Solange wir jetzt mit den Lebensmitteln halbwegs hinkommen, bin ich da auch ganz zufrieden mit. Massenspeicher wäre natürlich auch noch episch. Den würde ich auch noch irgendwie hier ranschrauben, weil wir hier dann mit dem großen Farmdome sowieso das bis zum Ende voll machen können. Immer wenn Zeit ist, können die Bots alles mal hier intern aufräumen. Na, zack, schnappt er sich's. So sollte das sein. Die müssen natürlich jetzt aus allen Teilen der Basis, müssen die das Zeug, was jetzt übrig ist, müssen die das schnappen und dahinter fahren. Dann kommen wieder Brocken runter, ey. Da müssen wir jetzt wirklich mal rangehen langsam. So, wir stellen mal hinten die Produktion ein bisschen auf Sparflamme ein. Es reicht, wenn einer von den Dingern voll läuft. Sicherheitspersonal haben wir auch wahnsinnig viel. Das ist in Ordnung. Schaut es mit dem Essen aus. Vom Level her hält das. So, und jetzt kann nämlich auch wieder massiv nachproduziert werden. Jetzt ist auch alles verräumt hier drin mal ein bisschen. Hier wird auch gleich dran gearbeitet an den Pilzen. Das ist auch in Ordnung. Was gibt's denn eigentlich? Pilzbier. Also ein gutes Pilz. So, schauen wir mal hier. Die Jungs, die haben auch schon ganz gut vorgearbeitet. Das wird jetzt wahrscheinlich noch fertig gebaut und dann ist nämlich auch schon wieder Schicht im Schacht mit den Ersatzteilen. Gucken wir mal, was brauchst du für die Waffenwerkstatt? Du brauchst Ersatzteile. Das ist natürlich schlimm für uns. Ein bisschen zumindest. Warte mal, Halbleiter brauchen auch Eisen. Jetzt müssen wir uns langsam mal überlegen. Wir brauchen wirklich mal mehr Arbeitskräfte. Hier hinten wird 4, aber das wird kaum benutzt. Also unsere Arbeiter sind ein bisschen Mangelware, wobei die werden ja auch mehr frei, je mehr Bohrbots wir dann herstellen. Das heißt, wir sollten da einfach noch gar nichts machen, sondern das Patent für Bohrbots kaufen. 11 Drohnen haben wir. Und weitere kommen mit Sicherheit auch ganz schnell dazu. Zack und weg. Aber die Krankenstation sollten wir aufbauen. Wir haben jetzt, ich habe es ein bisschen verpennt, ehrlich gesagt, aber wir haben jetzt 9 Sunnies, ja. Und die müssen hier mal, gut, die machen hier jetzt auch nicht unbedingt viel, aber, wobei das reicht eigentlich, wenn wir die so lassen, die produzieren plus, das ist in Ordnung. Es wird ja weniger gebraucht, wenn hier weniger Leute arbeiten müssen. Gut, Plan B, C und D sieht voraus, dass wir jetzt erstmal hier hinten noch ein bisschen auf Energiespeicher setzen. Einfach um nochmal ein bisschen Energiespeicher im Level zu haben. Ich weiß, viele sagen, es ist kein Rimworld. Ich brauche nicht unendlich viele Solarpanel bauen. Ja, Hauptsache die Speicherung reicht. Das sehe ich auch so. Deswegen, ich baue jetzt einfach mehr Speicher, damit wir einfach länger rumkommen damit. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen trotzdem auch gucken, dass es halbwegs funktioniert. Das heißt, hier hinten werden wir deutlich mit Windturbinen noch ein bisschen nachbessern. Da werde ich auch jetzt gleich nochmal eine bauen. Einfach den Mangel in der Nacht wegzubekommen. Genau, und ihr schraubt jetzt da ganz schön an den Bots rum, das ist auch wichtig. Wir haben hier 4 Plätze, davon sind gerade im Moment 2 belegt. Und das auch nicht durchgehend, sondern immer mal wieder. Das heißt, die Bots brauchen auch nicht nochmal Feld. Ach du Schande. Jetzt habe ich gerade einen kurzen Herzinfarkt bekommen. Warte mal, eine Wache müsste jetzt eigentlich bewaffnet sein. Also sind noch nicht alle bewaffnet, das ist ein bisschen blöde. Gerade wenn jetzt irgendwelche Intruder oder sowas kommen, haben wir da ein Problem, dass halt noch nicht alle bewaffnet sind. Aber gut, das kann man halt jetzt auch nie ändern, ne? Gut, okay, wir haben wieder 10. Also mittlerweile schaut es ganz gut aus. Wir kommen mit unserem Metallen kommen wir echt ganz gut hin eigentlich. Schau ich mal gerade, seid ihr auch immer schön aufgefüllt. Ihr stellt sogar auch schön Waffen her, das ist auch in Ordnung.
Neue Windturbine geht auch an den Start. Die produzieren jetzt... jetzt haben wir wirklich mehr als genug. Das stimmt schon. Dann lasst uns doch nochmal einfach einen weiteren Energiespeicher auf Pump bauen. Lieber haben als brauchen, sage ich einfach mal. Bauen wir gleich zwei hin, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Ruhe. So. Und dann bauen wir jetzt... Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt unser erstes Teleskop hier rein. Das bauen wir gleich hier mit an. Genau, weil hier werden nämlich auch gleich wieder viermal neue... Also wir produzieren quasi in einer Charge, produzieren wir viermal Metalle. Und das ist doch ein Wort, oder? Was meint ihr? Also ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man mal so lassen. Die ist in Ordnung. Hier wird auch fleißig vorbereitet. Das ist alles mega nice, muss ich sagen. So, hier hinten... Alter Schwede, das geht so schnell jetzt mittlerweile. Schaut's mit dem Wasser aus. 31, das ist gut. Und die Bots, schaut mal, wie schnell der sind. Der ist doppelt so schnell einfach wie ein normaler Arbeiter. Da könnte man natürlich unsere ganzen Arbeitsprozesse auch 10-mal beschleunigen hier. Ah, mittlerweile auch wieder viele Burger. Wie schaut es mit dem Wohlergehen aus? Das ist in Ordnung, das ist gut. Die Ärzte schrauben hier weiter an den Arzneimitteln. Hier wird gerade nichts hergestellt, was an der Natur der Sache liegt. Bei großen Bauaufträgen bauen die halt einfach nicht, oder müssen die halt viel unterwegs und dann können sie halt keine Ersatzteile fertigen. Da könnten wir jetzt auch mal kurz hergehen und sagen, okay, Ersatzteile möchten wir 50 haben. Das wird uns jetzt eine Zeit lang zwar schwer belasten, weil jetzt natürlich alle wieder hochproduzieren müssen. Dafür haben wir dann aber auch einen Riesenstand an Ersatzteilen vorrätig da. Brauchen vielleicht aber auch noch einen neuen Speicher dann dafür, weil mittlerweile wird auch dieser Speicher schon, ist zur Hälfte schon voll und wir haben noch nicht mal einen zweiten Farmdome gebaut, den wir aber jetzt tatsächlich auch in Angriff nehmen. Den bauen wir jetzt. Ups. Der braucht halt 10 Rohstoffe, ne? Das ist halt so heftig. Ich baue das jetzt mal so, damit die von beiden Seiten rankommen und wenn das fertig ist, bauen wir halt einfach hier nochmal einen. So, dann sollten jetzt auch erstmal viele Rohstoffe einfach wegfliegen. In der Zwischenzeit trotzdem geben wir aber jetzt einen kleinen Auftrag. Und zwar, liebe Arbeiter, ab in die Minen mit euch. Wir brauchen euch jetzt an der vordersten Front, einfach um ein bisschen Erze noch aufzubauen. Dass, falls jetzt irgendwas passiert, will ich so viele Erze eingelagert haben, dass wir bei einem Solarsturm oder sowas, dass wir da schnell reagieren können. Problem an der Sache ist tatsächlich der Solarsturm an sich, ja. Mit einem Solarsturm könnten wir jetzt gerade momentan nur schwierig agieren. Allein bis die ganzen Leute drin wären, wäre schon eine Katastrophe. Bei solchen großen Bauvorhaben, da dauert das halt einfach ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da relativ entspannt gerade. Jetzt müssen halt nur die Leute schnell reinkommen. Unsere Kolonie funktioniert eigentlich. Also muss man wirklich immer so sagen. Sie funktioniert eigentlich ganz gut. Bis jetzt, im Augenblick. Das könnte natürlich, es zwickt irgendwo ab und zu nochmal ein bisschen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das kann man aussitzen, ne? Also das ist, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Wir produzieren wie die Weltmeister Erze. Das ist wirklich auch ein Phänomen, muss man sagen. Die Nahrung schaut gut aus, hat sich auch wieder ein bisschen gefangen, muss ich auch feststellen. Die geht, also wir haben so ein bisschen einen leichten Durchhänger jetzt gehabt. Jetzt hat sie sich wieder ein bisschen austariert, das ist auch gut so. Wasser können wir gerade wieder ein bisschen mehr gebrauchen. Da haben wir immer so, ihr seht das schon, da ist immer so eine kleine Welle drin. Ne? Das heißt, es gibt so ein manche Tage oder Nächte oder sowas, wo es halt einfach nicht geht. Die Energie hier ist am Wachsen, also wir produzieren. Oder geht es da um Speichern? Und das Energiegleichgewicht. Wir produzieren deutlich mehr, als wir verbrauchen, so wie ich das sehe. Das können wir jetzt auch mal mit dem... Das ist der Speicher, alles klar. Verstehst du? Der wächst auch. Also die Speicherungsmöglichkeiten wachsen auch einfach. Unser Personallevel, unsere Bots, die steigen nämlich jetzt auch heftig. Im Verhältnis zum Personal immer noch ein bisschen in der Minderheit. Aber die Maschinen werden uns übernehmen, Freunde. Die werden uns übernehmen.
Und das Ding, das bauen wir jetzt halt noch richtig heftig auf. Biodom, massiv. Ist auch episch, oder? Ist auch episch. Ja. Okay. So, jetzt schauen wir mal gerade. Ich bin gespannt. Ja, es ist alles schon am Laufen. Das ist alles schon voll in Ordnung. Hier, die drei Dinger werden gar nicht angegriffen. Da kommt jetzt auch noch der letzte von beiden. Und dann kann man auch das erste Teleskop schon mal starten. Und das Ding wird jetzt auch fertig. Da brauchen wir garantiert noch neue Biologen, da bin ich mir fast sicher. Alter Schwede, ist das episch. Das saugt wahrscheinlich jetzt hier auch den ganzen Sauerstoff raus, oder? Nee, gar nicht mal so. Ja gut, da stehen drei Generatoren, der sollte funktionieren. Was braucht das an Wasser eigentlich? Momentan noch nichts. Überwachung läuft. Bewacht. Ja, es bewacht das Ding. Das ist schon mal gut. So, pass auf. Jetzt bauen wir hier Mais an. Alter, das ist krass groß, ey. Wir bauen hier nochmal einen Sack voll Pilze an. Dann kommt hier nochmal eine Ladung Weizen hin. Und nochmal Pilze. Alter, das ist riesig, das Ding. Naja gut, jetzt wird natürlich das Wasser wird natürlich jetzt auch so eine Sache werden. Gucken wir mal gerade. Wie schaut das Gitter da aus? Das werden wir jetzt ordentlich brauchen, du. Dann bauen wir hier, dann machen wir folgendes. Dann bauen wir hier hinten mal einen großen Wassertank her. Einfach um, falls es mal wirklich zu Engpässen kommt, damit wir das abfedern können. Oh, hier hinten ist auch viel Betrieb gerade mit dem Schlafen. Das ist auch so eine Sache. So, an das Lager schließen wir das auch direkt an, damit die Wege einfach kürzer werden. Okay, dann kommt jetzt hier hinten... Pass auf, jetzt machen wir folgendes. Hier hinten kommt ein großer Schlafraum noch her. Und zusätzlich kommt hier hinten eine Krankenstation hin. Eine große auch gleich. Und dann bauen wir hier noch ein Labor rein. Da werden wir auch Törtchen produzieren, weil das einfach wichtig ist. So, und jetzt haben wir das Problem. Ich muss mal ein bisschen über den Tag gucken, ob das funktionieren kann. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier brauchen wir wahrscheinlich keinen Ausgang. Wir könnten hier noch einen hinschrauben. Ich fände es gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier noch einen Ausgang ranbauen würden. Jetzt natürlich nie mehr anschließen. Muss auch gar nicht. So, das ist jetzt unser Tagesangebot. Wir schalten, um die Produktion zu beschleunigen, jetzt mal kurz zwei Minen ab, damit mehr Leute frei werden. Wie schaut es denn hier jetzt aus? Ist das überlastet? Da haben wir dreimal Essen, zweimal Essen. Das ist schon deutlich überlastet, muss man sagen. Hier ist nämlich ganz schön viel los. Also da sollten wir vielleicht auch nochmal gucken, dass wir hier noch eine Kantine hinbauen. Was? Ein Roboter wurde irre... Moment. Wie viele haben wir denn eigentlich? 12? Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. So, wir überwachen 60% des Himmels. Das ist schon mal ein Wort. Wie viele Sensoren haben wir dann dafür, für die Überwachung? Das sind die Funkkontrollen. Wir können zweimal Teleskope... Dreimal können wir Teleskope mittlerweile überwachen. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Und dann geht's weiter mit Let's Play Planet Base. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.